Hallo und herzlich willkommen zu Fehlheim Wildlife. Heute bin ich bei Mutis Barbershop und lasse mir ordentlich den Pelz scheren. Wie ihr es vielleicht sicher die letzten Monate gesehen habt, oder na, Monate ist übertrieben, die letzten Wochen, habe ich halt mal wild wachsen lassen. Nur für diesen einen Tag. Und ja, ihr könnt mich gleich begleiten, was den Bartschnitt betrifft. Aber vorher, links neben mir steht der Goran. Und hallo. Er sagt euch jetzt, was er so alles treibt. Hallo, erstmal. Alles klar bei dir? Ja, danke schön, alles gut. Was willst du deinen Kunden erzählen oder deinen neuen potenziellen Kunden, was ihr so anbietet? Was macht ihr alles? Wir machen hier Bart, Haarschnitt, Augenbrauen, Wachs. Ja, das ist. So, auch die Ohren? Ja, Ohren auch. Ja. Ohren auch, perfekt. Leute, wenn ihr richtig üblen Haarwuchs habt an den Ohren. Viel Spaß. Seid ihr hier an der richtigen Adresse. Ich halte nochmal hier den Flyer in die Kamera. Und jetzt würde ich mal sagen, lass mir den Bart schneiden. Straight out of Fennel, ihr Assis. Geht los. Es geht los, ja. Ich sehe zwar aus wie ein Obdachloser, aber ich bin keiner. Magst du deine Bart haben? Oh Gott. So um den Mund rum dran stehen lassen. Ja, ich habe meistens nur so um den Mund rum. Echt. Aber wenn du da irgendwas Cooles machen kannst, ich habe halt nicht viel Haarwuchs, das ist das Problem. Wenn du da was zaubern könntest, bist du aber zauber einfach. Ja. Einfach schön, ne? Aber was Schönes, das soll einfach verstümmelt aussehen. Jawohl. Ganz kurz dabei. Verstümmelt also. Guck mal, ich hab den noch. Ich weiß, dass er ein Barbershop ist. Ja. Lehn dich zurück, genieße. Spann dich, jawohl. Einmal kommt ein bisschen Wachs. Ja, ja, alles kommt schon. Jawohl. Das wird jetzt gleich wehtun, oder? Nein, natürlich wird es nicht wehtun. Denk auch an Zitzen. Nö. Ja, du bist jetzt auch immer die Wahrheit gesagt. Ja, natürlich. Die Wahrheit bei den Fisch. Bei den Jelly Beans. Das tut überhaupt nicht weh. Ehrlich nicht? Nee. Das fühlt sich auch immer so nach. Okay, ich halt mal. Und was, ach, ist süß, kennst du das? Wenn was Warmes im Gesicht landet. Jawohl, das fühlt sich auch gut wieder an. Ja, hat Dora hat seine zarte Hände. Magische Hände. Wir haben es auch als Touch auf magische Hände, aber das hat einen anderen Grund. Oh.
Ach du Scheiße, was ist das für ein Gesicht? Das wird ein bisschen wehtun. Jawohl. Klein bisschen. Jawohl. Jawohl. Das war ich auf dem Leave a light. Jawohl, machst du einmal deinen Finger hier, den hier, also die andere Hand meine ich. Der rechte, jawohl. Jawohl. Normal. Das passiert immer. Gut. Jetzt kannst du lassen. Jetzt mache ich hier einmal so. Alles klar. Jetzt einmal sauber gemacht. Immer so einmal nach vorne rechts. Zurück. Jetzt darfst du einmal deine Augen aufmachen, Brille anziehen, einmal Bart kontrollieren. Ich will, dass man so viel Rolle draußen machen kann. Auf jeden Fall. Es wirkt männlich und elegant. Absolut. Machen wir einmal Spitzen auf. Spitze sind weg. Hast du noch eine Wunsch? Was haltet ihr besser? Vorher oder nachher? Dumme Frage eigentlich. Ich muss diese Frage stellen. Jetzt hast du Angst, ne? Ach was. Messer, ne? Ach was. Ich habe so viele Ex-Freundinnen überlebt. Da habe ich halt noch keine Angst. Aber ich sehe, dass ich einen Hals habe. Ich besitze einen Hals. Einmal Achterschiff mit Waffeln. Zufrieden? So Leute, ich hab's hinter mir. Ich muss zugeben, so ein bisschen gezielt hat der Wachs, definitiv.
Aber es fühlt sich viel, viel frischer danach. Ich erzähle dir, alles gerade, ja. Die Augenbrauen, Alter, wie die ausgesehen haben. Ja. Ich hatte sogar eine lange Augenbraue. Habt ihr es gesehen, die lange Augenbraue? So, Goran, komm mal vor die Kamera. Aber ich muss sagen, so eine leicht sadistische Art hast du schon. Mir macht es schon Spaß, Leute zu quälen, oder? Ja, jo. Das wusste macht voll Spaß. Wusste ich doch. Nee, absolut top. Ja, Marc, passiert gar nichts. Bin ich als bei anderen Uiuiuiui. Aber er hat magische Hände. Definitiv. Danke. Das sag ich als Mann. Okay, vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Bartschnitt. Sogar die Spitzen sind geschnitten, musste zwar ein paar Zentimeter ab, aber so ist es manchmal im Leben. Manchmal muss man ein paar Zentimeter abschneiden. Nee, echt. Auf jeden Fall werde ich euch weiterempfehlen. Das hat mir echt so gut gefallen. Die Ohren sind glatt. Ich hatte nie nur glatte Ohren. Innen wie außen. Männer, lasst euch wachsen. Es zieht zwar, aber es lohnt sich. So, Goran, willst du noch jemanden grüßen? Ich grüße dich. Kannst du Finne, Emma? Kannst du Finne, Emma? Viele Finne, Emma, die Das sind genug Finne, Emma, ja. Wir sind auch Finne, Emma. Ihr seid auch Finne, Emma. Jawohl. Finne, Emma, ist ein Liberal, oder? Jawohl. So, Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann drückt den Like-Button, haut die Glocke. Und ja, bis demnächst bei Wildlife. Wildlife.